Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Subnautica, meine lieben Freunde. Heute werden wir uns mal ein paar Signalen widmen. Wir haben hier nämlich jede Menge. Aurora-Treffpunkt, trockenes Land. Da sollten wir auf jeden Fall uns als nächstes hinmachen. Und da ich ja gute Vorräte habe, würde ich sagen, machen wir das auch direkt mal. Auf geht's. So, wir steigen direkt mal jetzt hier in unsere Seemotte. Die hat ja noch ein bisschen Power. Dann machen wir uns mal direkt auf den Weg. 1400 Meter. Oh, das ist schon ordentlich. Aber so weit sollten wir auf jeden Fall easy kommen. Also wenn man so jetzt mit dem Dings ist, ne, das Wasser sieht so von hier aus richtig geil aus. Direkt mal hier schön ordentlich auf den Weg machen. Oh. Da ist sie, die Insel. Okay, daran erkennt man aber, dass das Spiel noch relativ alt ist. Wait, 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 wait. Ich glaube, uralter Schweber. War hier nicht irgendwie unter der Insel irgendwas, was man sammeln konnte, was wertvoll war? Nee, man musste hier reintauchen. So war das, ne? Hier sind noch so Pilze. Ich weiß halt nicht, ob wir da irgendwie ein Rezept mit freischalten. Lebensform. Okay, da haben wir jetzt irgendwie Kerne bekommen. Pflanzenproben. Knollenbaum. Oh, nice. Wir essen uns am Knollenbaum satt. Ich glaube aber, dass es hier auch irgendwie technische Sachen gab, die man scannen konnte auf der Insel. Wir müssen jetzt halt nur die Insel so ein bisschen erkunden. Wow! Höhlenkrabbler, genau. Das legendäre Kampfsystem, oh Gott. Gehen mal weiter. Guck mich hier schön auf der Insel um, weil ich meine, hier war noch irgendwas. Guck, da oben ist eine Basis sogar. Ich hab's doch gewusst. Oh, hier ist auch eine Basis, ja. Du blöde Höhlenkrabbe. Noch irgendeinen Bauplan. Chinesisch Kartoffel? Warum wachsen hier Kartoffeln? Scheinwerfer. New Blueprint acquired.
Mehrzweckraum. Alter! Batterie. Integrating new PDA data. Hier ist, glaube ich, nichts mehr, was ich scannen kann, ne? Ey, kann die Krabbe despawnen, damit ich das Ding aufheben kann? Gut, dann gehe ich jetzt erstmal hoch auf den Berg. Voll in die Falle getappt. Ja, wenn er instant die Leiter hoch und runter geht. Holy shit. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schnell eine Leiter hoch und runter geht. Erstmal scannen. So. Observatorium. Integrating new PDA. Da hinten ist auch noch eine Basis auf dem Berg. Da müssen wir nachher auch noch hin. So, jetzt gehen wir erstmal wieder unten hin. Okay, ich gehe da jetzt erst hin und dann mache ich dann da unten den Kram, den Rest noch. Dann holen wir das Teil und noch, was ich da liegen lassen habe. Das Wasser. Near blueprint acquired. Integrating new PDA data. Wichtig und richtig. Das brauchen wir nämlich für den Tempel. Integrating new PDA data. New blueprint acquired. So. Okay. Hier haben wir jetzt alles. Es wird auch gleich dunkel, das heißt, wir müssen uns dann erstmal wieder auf den Weg zurück zur Basis machen. Das Wasser, ne? Das ist halt nicht so geil, muss man ehrlich sagen.
Blueprint acquired. So. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zur Seemotte wieder. Welcome aboard, Captain. Let's go. So, Leute. Wir haben an Land einige Sachen jetzt noch gesammelt. Das sind jetzt nochmal ordentlich Baupläne, die dazugekommen sind. Aber ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich da noch echt einiges jetzt an Materialien finde, vor allen Dingen das Lithium oder wie das heißt, damit wir die Wände verstärken können. Sonst habe ich nämlich ein Problem. Oh. Falsche Taste. Ich glaube, Licht können wir erstmal ausmachen. Da geht's zu meiner Basis. Da machen wir uns jetzt erstmal direkt auf den Weg hin. Ich glaube, ich muss so einen Bioreaktor mir da reinbauen. Emergency power only. Oxygen production offline. Die Salzablagerung schmeiße ich gleich weg. This is Avery Quinn, training ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long-range scans pick up in the meantime. Integrating new PDA data. New blueprint acquired. Machen wir uns auf den Weg dahin. So. Hier schon gewesen? Ich glaube ja. So, dann gucken wir mal. Na, erstmal hier weiter jetzt, ne? Welcome aboard, Captain. Datenboxen, da sind welche, okay. Ich muss aber, glaube ich, nochmal hier so Dings bauen. Solarteile. Quarz, Titan, Kupfererz. Ach guck mal, der hat dann da mehr Volumen mit, also Strom, ne? Machen wir direkt noch eins dran. Da soll der schön laden. Zack. Haben wir eine schöne Stromversorgung schon mal. Ach, guck mal, die ist perfekt. So. Batterie-Ladestation.
kann mehrere Batterien gleichzeitig aufladen. Da brauchen wir Kabelsatz, Kupferdraht, Titan. Da muss ich auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen was an Stuff besorgen, ne? Ich würde sagen, da werden wir jetzt erstmal hier so ein bisschen Erze und so sammeln. Boah, jede Menge Quarz, das ist gut. Nochmal ein bisschen Silber, das ist gut. Ich kriege jetzt gerade hier haufenweise Titan, aber eigentlich brauche ich sehr viel Kupfer, ne? Zack, Kupfer. Schönes Kupfer. Oh, neue Aufgabe wahrscheinlich. Sehr geil. Jede Menge Kupfer, das ist so geil. Das können wir gut gebrauchen. Okay, ich habe eh nicht mehr so viel Platz jetzt. Dann machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg zurück. Da war noch Schrott, okay, egal. Titan haben wir ja mehr als genug. So. Emailliertes Glas. Was ist das denn krass? Okay. Dann schauen wir mal. Also, Batterieladestation ist auf jeden Fall sick. Die könnten wir je nachdem rein dekorativ. Scheinwerfer. Da muss ich auf jeden Fall mal schauen. Ich habe jetzt auf jeden Fall jede Menge Stuff hier. Da werden wir jetzt, glaube ich, noch einen weiteren Schrank brauchen. Spind. Sehr geil. Da kann ich nämlich jetzt hier das ganze Quarz und die Erze reinballern. Oh. So, aus dem Schrott machen wir jetzt auch nochmal schnell Titan. Zack. Bam. I priority automated message from Aurora Live Pod 13 coordinates attached. Live Pod is carrying high priority passenger. Yoki Kassar. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. So. Dann haben wir das. Da hinten ist das. Überreste eines hochrangigen Passagiers an Bord. Das könnte interessant sein. Da machen wir uns erstmal auf den Weg hin, würde ich sagen. Licht ausmachen, es ist ja hell genug. Ich glaube, das in Klammern bedeutet immer die Tiefe auch von der Aufgabe, ne? 175 Meter. Das heißt, da komme ich mit der Seemotte auf jeden Fall ohne Probleme hin. Ist nämlich wichtig. Sehr wichtig. Oh, ist das das Biom mit dem Dings? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. The biomass in this area is dominated by plant life. Picking up faint or terra vehicle signatures. Integrating new PDA data. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased.
Salzablagerung, Kupfererz. Da brauche ich nämlich, glaube ich, dieses Dingswerkzeug. Okay, dann machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg wieder zurück. Hier gibt es auch jede Menge Blei, denke ich mal, und so ein Kram und Kupfer, ja. Da können wir dann die großen Erze mit abbauen. Erstmal ein bisschen hochtauchen hier. So, dann reparieren wir das Ding mal. Jo, Leute. Wichtige Info. Windows hat einfach ein PC neu gestartet. Mitten im Livestream und in der Aufnahme. Deswegen kann es sein, dass jetzt die Aufnahme bis zu diesem Punkt davor von der Qualität her etwas schlechter war, weil das Livestream-Highlight, also aus dem Livestream dann genommen ist. Zum Glück streame ich ja nebenbei. Aber tut mir leid. Kann ich leider nichts für. Windows hat sich einfach neu gestartet. Ich habe einfach gedacht, jo, neu starten. Bam. So. Wir können jetzt aber einige krasse Sachen machen. Diamanten brauche ich. What the hell? Schubkanone. Stasegewehr. Es gibt aber auch noch bessere Schwimmflossen, die ich jetzt herstellen kann, glaube ich. Kompass. Schwimmflossen. Die habe ich mir ja schon gemacht, ne? Schwimmende Luftpumpe. Seek Fluid Intake. Flüssigkeitsaufnahme erforderlich. Vital Signs stabilizing. So. Moment. Wir nehmen mal hier die seltenen Materialien so raus. Das hier. Ich mache hier nur Kupfer und Dings rein, würde ich sagen. Kupfer und Titan. Und den anderen Stuff, den sortiere ich mir hier ein. Das heißt Gold, zack, Silbererz, zack, Blei, das, so. Sehr schön. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad, how many of you, I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Okay, wir können hier verschiedenste Sachen noch machen. Der Laserschneider wäre jetzt natürlich das Interessanteste, weil den brauche ich auf jeden Fall. Aber dafür brauche ich Diamant. Ja, ich habe jetzt auch nichts, wo ich aktuell so hingehen könnte. Mit dem Scanner kann ich natürlich jetzt hier so Datendinger machen, aber ich müsste jetzt erstmal hier mir auch sowas bauen, ne? Computerchip und Magnetit. Das muss ich erstmal finden, weil dann kann ich das nämlich übertragen. Und hier brauche ich auch wieder Magnetit. Dann kann ich die Reichweite erhöhen. Magnetit finde ich aber auch wieder in bestimmten Biomen. Da muss ich erstmal gucken, welches das war. Das weiß ich nämlich auch nicht mehr so ganz. Wow, hallo? Okay, hier ist nichts zum Scannen. Metallschrott. Glastisch. Zeitkapsel. Near blueprint
Ich habe einen Bauplan in der gefunden. Ein Abfalleimer. Landed in the acid swamps of Boreal 9, fought off arachnid kidney poachers, and hijacked a tail storm. Boah, schnell hier rein, ich hab's gerade nicht gesehen, ey. You can survive one more day. Blei. Silbererz, okay. Bioreaktorfragment. Mal Schrott. Aber sonst ist hier, glaube ich, alles jetzt von mir gesammelt worden. Integrating new PDA data. Ah, hier sind ein paar Sachen, okay. Ich glaube, ich muss hier auch ein bisschen aufpassen, weil hier gibt es ja unter Wasser diese, ich weiß nicht, wie nennen die sich? Reaper, glaube ich, ne? Hier nicht rein. Titan. Schubkanonenfragment. Energietransmitterfragment. Salzablagerung, nee, die will ich nicht. Genau, ich kann das auch erweitern, die Seemotte. Das brauchen wir nicht. Dann fahren wir erstmal wieder zurück. Hey, lasst meine Seemotte in Ruhe. So. Kurz einmal die Seemotte wieder reparieren. So, dann lagern wir Stuff erstmal ein. Ich habe viel zu viel Titan. Ich glaube, ich mache ein paar Titanbarren. Ich glaube, das macht Sinn, wenn ich jetzt schon mal so ein bisschen die Barren mache. Die brauchen wir später sowieso wahrscheinlich. Dann haben wir jetzt ein paar von den Titanstahlbarren. Das passt.
Und dann packen wir den Stuff hier rein. Ich habe das Teil hier. Was genau macht das denn nochmal? Lässt physische Objekte erstarren. Ah, okay. Okay, aber ich würde sagen, wir sind für eine Folge heute wieder weit gekommen. Das ist auf jeden Fall der perfekte Zeitpunkt, um erstmal hier einen Cut zu machen. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir an Diamant und so einen Kram kommen. Und da werden wir mal schauen, dass wir nächste Folge uns da dran machen. Und vor allen Dingen müssen wir auch mal zu dem riesen Raumschiff. Ne? Da gibt es ja auch noch ein bisschen Stuff. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Subnautica. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.